Aber da gibt's einen. Der August der Starke hat 15 Millionen Euro investiert in einen Typen, den er genauso angeheuert hat wie den Böttcher damals. Ne? Und irgendwann haben seine Berater festgestellt, ey, der spinnt. Dann haben sie auch noch festgestellt, na, der ist eigentlich ein Mörder, der kommt aus Frankfurt am Main, ist, hat dort jemanden umgebracht, einen anderen Adligen. Und ob der überhaupt adlig ist, weiß kein Mensch. Woraufhin er zum Tode verurteilt wurde und auch hier an meinem Lieblingsplatz hingerichtet wurde. Diese Hinrichtung kostet aber, wie heutzutage auch, kostet Geld. 14 Taler. Also übersetzt ins Heute 50 Euro. Und jetzt der Festungskommandant hat dann gesagt, so, August, zahl mal. Und August sagt, nee, zahl ich nicht. Er hat 15 Millionen Euro ausgegeben für nix. Aber die 50 Euro für die Hinrichtung, die wollte er nicht mehr bezahlen. Irre Fakten. Muss aber herkommen, muss er gucken. Oh, eine Treppe mitten im Felsen, zweimal doch ein Dutzend Sachen ein, aber jetzt soll ich auch.